Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar Intelligente Datenextraktion aus 60.000 Rechnungen pro Jahr. Ich darf Ihnen zunächst vorstellen, auf der linken Seite meines Bildschirms Susan Garcia. Sie ist seit 2018 bei Kendaxa und verantwortet dort den Bereich Professional Services und war damit unter anderem auch verantwortlich für die erfolgreiche Abwicklung des Projektes bei der Helaba Invest, dessen Inhalt wir Ihnen heute zumindest in Teilen vorstellen wollen. Und auf der rechten Seite meines Bildschirmes darf ich Herrn Alexander Jaufmann begrüßen, der der verantwortliche Projektleiter auf Seiten von Helaba Invest war und das Projekt entsprechend mit Energie vorangetrieben hat. Herr Jaufmann ist seit 2003 für die Helaba Invest tätig. Kurz zu mir, mein Name ist Thomas Klüß. Ich bin in verschiedenen Funktionen für Kendaxa seit ein paar Jahren tätig. Wir haben dieses Webinar etwas abweichend vielleicht zu typischen Webinaren etwas anders organisiert. Und zwar haben wir einen Teil dieser Session aufgenommen in der vorletzten Woche. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, da Corona auch in unseren Reihen immer wieder zuschlägt und wir somit zumindest sicherstellen können, dass alle wesentlichen Beiträge im Film sozusagen festgehalten werden oder wurden. Aber die Protagonisten sind also zumindest so fit, dass sie auch nachher für weitere Fragen zur Verfügung stehen können. Für die Fragen, ein organisatorischer Hinweis, dürfen wir Sie bitten, dass Sie diese im Chat entsprechend posten, sodass wir nach dem Abspielen der Aufzeichnung auch diese beantworten können. Also in der Aufzeichnung gehen wir schon auf verschiedene Fragestellungen ein, aber es können natürlich noch zusätzliche Fragen sich ergeben. Und insofern bitte posten Sie diese im Chat. So, dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen und den Film ablaufen lassen. Ich hoffe, sehen alle das. Könnt ihr beide mal nicken, Susan? Und ja, wunderbar. Dann starten wir damit jetzt. Kurzes Wort zu den beteiligten Unternehmen. Ihnen allen ist natürlich die Helaba Invest bekannt als führende deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft. Helaba Invest ist eine Tochtergesellschaft der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und verwaltet mit ca. 350 Mitarbeitern Assets von ca. 160 Milliarden Euro in 400 Fonds, aufgeteilt in 1100 Segmente, Konten und Depots. Kendaxa, kurz ein paar Worte dazu, künstliche Intelligenz als relevanter Wertschöpfungsfaktor. Dieses Ziel verfolgt Kendaxa, 2017 gegründet mit Sitz in Leipzig und Prag, durch die Einführung intelligenter Technologien im Rahmen digitaler Transformationsvorhaben. Kendaxa stellt seinen Kunden aus Industrie- und Finanzdienstleistungen konfigurierbare SaaS-Lösungen zur Implementierung von KI-Konzepten und intelligente Automatisierungslösungen für komplexe Business-Prozesse zur Verfügung. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, zum Webinarthema Extraktion von Daten. Warum ist das ein Thema, was Mehrwerte generieren kann? Die Rechnungsabwicklung im Fall von Helaba Invest ist umfangreich, komplex und zeitaufwendig.
und wir reden ja immerhin von 60.000 Rechnungen, die pro Jahr bearbeitet werden müssen. Und dadurch, dass es teilweise manuelle Bearbeitungsschritte gibt, auch noch dazu fehleranfällig. Die Komplexität wird verstärkt dadurch, dass es mehrstufige Empfängerstrukturen gibt, verteilt auf unterschiedliche Rechnungssteller, Segmente und Fonds. Und das stellt damit eine hohe Anforderung an den Automatisierungsprozess. Untersuchungen im Markt bezüglich verfügbarer Applikationen haben gezeigt, dass diese nur teilweise die Prozesse unterstützen können und dass eben dann doch noch ein erheblicher manueller Aufwand bestehen bleibt. Deshalb gab es die Entscheidung seitens Hellerbach Invest, sich mit Kendaxa um das Thema Automatisierung der Eingangsrechnungsabwicklung zu kümmern. Und dieses Thema wird Ihnen weiterhin Frau Garcia und Herr Jauchmann vorstellen. Und damit darf ich übergeben an Frau Garcia. Vielen Dank, Thomas. Wenn du auf die nächste Seite gehst. So, automatische Eingangsrechnung bei Hellerbach Invest. Wie funktioniert das eigentlich? Der Herr Dr. Klüß hat gerade schon gesagt, IDP, unser Intelligent Document Processing, wird als eine Software as a Service zur Verfügung gestellt und kann sehr einfach in einen bestehenden Workflow integriert werden. Alternativ können wir, falls der Kunde noch keinen Workflow besitzt, können wir auch ein Workflow-Management-System stellen. Zunächst einmal klicken, werden die Rechnungen automatisch hochgeladen. Wir können dabei strukturierte Teil- und unstrukturierte Dokumente in allen möglichen Formaten verarbeiten. Die Dokumente werden dann vorverarbeitet. Modernste OCR-Technologie wird für die Erkennung verwendet. Und dann geht es in die eigentliche Extraktion, im Herzstück von IDP. Hier gibt es verschiedene Algorithmen. Und zunächst legen wir ein Schema an. In diesem Schema werden alle auszulesenden Datenpunkte erfasst, wie zum Beispiel die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und der Rechnungssteller. Einige wenige Dokumente, die wir von der Hellerbach Invest bekommen haben, werden annotiert. So sagt man bei künstlicher Intelligenz. Das heißt, dem Modell oder der Intelligenz wird gesagt, was und wie er die verschiedenen Datenpunkte erkennen kann. Und genauso funktioniert es später auch im laufenden Betrieb. Hat das System einmal etwas nicht erkannt, kann der Hellerbach Invest Mitarbeiter das mit wenigen Klicks korrigieren. Und das Modell wird dann im Hintergrund weiterlernen. Somit wird der Fehler das nächste Mal nicht mehr auftauchen. Anschließend werden die Daten angereichert. Zum Beispiel, wenn der BIC nicht gefunden wurde, dann holen wir den aus unserer Datenbank, der sogenannten Vendorenstammdatenbank. Und wir haben auch eine erste Überprüfung der Kalkulationen. Wenn dann alles fertig ist, werden die Informationen in dem gewünschten Format an die nachgelagerten Prozesse weitergegeben. Und wie das im Einzelnen funktioniert, das erklärt uns dann Herr Jauchmann. Genau, wenn die Daten erstmal bei uns in den Hellerbach Invest-Systemen angekommen sind, dann werden diese Daten aus der EDP-Plattform mit unseren weiteren Stammdaten angereichert. Also anschließend haben wir ein Dokumentenmanagement-Workflow-System. Dann fließen diese Daten dorthin rein. Dort werden Vorgänge erzeugt und mit Hilfe dieser Vorgänge werden dann die Rechnungen geprüft. Die Prüfungshandlungen werden dann festgehalten und anschließend geht es in die Weiterverarbeitung. Wir instruieren die Verwahrstellung per Swift zum Beispiel oder per E-Mail und anschließend
überprüfen wir, ob das Geld tatsächlich abgebucht worden ist. Und nach der Abbuchung werden dann die Daten gebucht. So, und so schließt sich der Kreis. Dann ist der Vorgang komplett abgearbeitet. Der Automatisierungsgrad ist dort sehr hoch. So, das wäre sozusagen der Überblick über die Anwendung, komprimiert auf einer Folie dargestellt, wie die Arbeitsfolgen im System und in dem Workflow dann bei HELABA Invest aufeinanderfolgen. Und wir haben, um das noch besser veranschaulichen zu können, hierzu auch einen Film mit Beispielen der richtigen Anwendung aufgenommen. Und den würden wir jetzt hier im Weiteren vorstellen. Ich freue mich, Ihnen heute die Handhabung des Candaxa IDP-Tools für die Verarbeitung von Eingangsrechnungen zu zeigen. Wir beginnen mit dem Login-Screen. Hier kann ich mich über E-Mail und Passwort einloggen oder über den Single Sign-On, den ich jetzt benutze. Ich habe hier einmal die Übersicht der Dokumente, die in IDP hochgeladen worden sind, eine horizontale Menüleiste. Und in der vertikalen Menüleiste habe ich zusätzlich zu diesem Dokumentenübersicht auch die Möglichkeit, manuell Dokumente hochzuladen. Selbstverständlich verfügen wir auch über eine automatische Möglichkeit per E-Mail oder File-Transfer oder Sonstiges, ganz auf den Kunden zugeschnitten. Als dritten Menüpunkt haben wir die Skills oder auch Schemata genannt. Hier definiere ich die Datenpunkte, die ich aus einem Dokument auslesen möchte, kann Sektionen anlegen und so weiter. Und der letzte Menüpunkt sind die Ordner, die ich anlegen kann. Und jetzt schauen wir uns auch mal die erste Rechnung an. Diese Rechnung wurde benutzt, um das System zu trainieren und anhand dieser Rechnung gezeigt, was möchte ich auslesen und wie kann ich es auslesen. Die Datenpunkte zum Auslesen werden in einem Schema oder Skills definiert. Wie gesagt, wir haben hier verschiedene Sektionen, die wir anlegen können. Habe ich die Informationen zu einer Rechnung, die Informationen zu dem Rechnungssteller etc. Wenn ich das alles definiert habe, dann gehe ich zu meinem Dokument zurück und erzähle dem Dokument, dem System, wie und was er auszulesen hat. Zum Beispiel können wir hier den Ansprechpartner noch definieren. Sie sehen die OCR-Technologie, wie schnell sie funktioniert. Ansprechpartner ist in diesem Falle das Keyword. Und wir haben hier den Kunden Customer Contact Schema angegeben. Ich bestätige das. Im nächsten Schritt werde ich das Gleiche machen mit der Information, die ich auslesen möchte, nämlich dem Wert des Kundenkontaktes. Und auch das bestätige ich. So, und dann sieht man auf dieser Seite, habe ich Ansprechpartner als Keyword und den Wert Michael Mayer auch als Wert hinterlegt. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Rechnungen, zu der Übersicht. Und wollen jetzt ein Dokument hochladen. Ich muss dabei den Dokumententyp angeben, die Sprache angeben und das Skill, was wir eben gesehen haben, angeben. Das ist natürlich auch eine Rechnung. Und dann kann ich, während ich das Dokument hochlade in IDP, das auch verarbeiten lassen. Das machen wir, sehen, dass auch das geht sehr schnell und gehen dann wieder auf unsere Übersicht. Hier haben wir das Dokument hochgeladen. Und hier habe ich alles ausgelesen, auch die von uns eben hinzugefügten Ansprechpartner, Kundenkontakt. Was ich noch zeigen kann, ist die Ampelfunktion, die ich hier vorne habe. Und zwar grün bedeutet, dass das System sicher ist, dass es richtig ausgelesen hat. Rot, ich bin mir weniger sicher.
Habe hier nur eine Konfidenz von 15%. Wir sehen aber, das Datum ist richtig ausgelesen worden. Also von daher bestätigen wir das. Bestätigen tun wir das, indem wir hier unten auf Approve gehen. Und der nächste, letzte Schritt wäre im Prinzip, das Dokument zu exportieren. Und das war's schon. Vielen Dank. So, damit haben wir das Produkt vorgestellt, seine Anwendung auch, die Anwendung auch vorgestellt und würden jetzt zum Abschnitt Fragen und Antworten kommen. Ich darf vielleicht zunächst mit Alex beginnen. Mhm. Was hat die Helaba Invest dazu bewogen, die integrierte Lösung IDP auszuwählen? Wie sahen da die technischen Grenzen der zuvor genutzten Tools aus? Oder wo lagen die Herausforderungen sozusagen? Wir hatten früher die Rechnungen in der Regel manuell bearbeitet. Und anschließend hatten wir in den letzten Jahren eine Lösung selbst erstellt, die dann mit Hilfe von diversen Java-Klassen die Daten aus den Rechnungen extrahiert hat. Und diese Lösung hatte ihre Schwächen darin, dass wenn eine Rechnungssteller das Format der Rechnung geändert hat, dann mussten wir nochmal diese Lösung anpassen. Da musste ein Programmierer rein und da musste er was machen, damit dann diese neuen Formate aufgearbeitet werden können. Auch komplizierte Formate konnten wir mit dieser Lösung auch nicht richtig verarbeiten. Deshalb haben wir uns dann auf die Suche nach einer neuen Plattform aufgemacht, nach einer neuen Lösung und sind dann auf Kindaxa gestoßen. Und bei der Kindaxa hat uns dieser generalisierte Ansatz, dass man einfach mit Hilfe der Annotation der KI beibringen kann, was sie zu extrahieren hat. Und wenn sich die Datenformate oder die Rechnungsformate ändern, so, dann kann ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich ganz einfach dieser KI die geänderten Formate beibringen. Und das ist ein großer Vorteil von der IDP-Plattform, die wir dort sehen. Mhm. Danke sehr, Alex. Das führt mich zu Susan, weil ich sag mal, man hört ja schon, in Helaba Invest hat Erfahrungen mit der Automatisierung, klare Vorstellungen, welches Problem man lösen will. Entsprechend waren die Anforderungen sicherlich anspruchsvoll. Wie hat sich der Lösungsprozess sozusagen gestaltet zwischen den beiden Partnern? Der Vorteil von IDP, nicht nur den Alex gerade beschrieben hat, aber ein weiterer Vorteil von IDP ist die große Flexibilität. Und was meinen wir damit mit Flexibilität? Also zum einen können wir die Lösung auf Kundenbedürfnisse hinsichtlich der Arbeitsweise und auch individuellen Wünschen, was das Frontend anbelangt, schnell anpassen. Und zum anderen können wir das zugrunde liegende Datenmodell schnell auf die Dokumente und deren Struktur ausrichten. Bei der Helaba Invest haben wir zunächst mit einem sogenannten Proof of Concept gestartet. Und in diesem Proof of Concept konnten wir die Helaba Invest und insbesondere auch Alex überzeugen von der hohen Qualität unserer Datenextraktion. Und Qualität für uns hier heißt in diesem Fall Erkennungs- und Extraktionsgenauigkeit. Mhm. Danke sehr. So, Alex, wir haben das ja vorhin auf dem Bild auch gesehen. Es ging ja nicht nur um eine Standalone-Lösung, sondern das IDP-System, wie das von Kendaxa, muss sich integrieren, muss in einen Workflow integriert werden. Welche Erfahrungen habt ihr dabei konkret in diesem Projekt gemacht? Wir haben dabei sehr gute Erfahrungen gemacht. Und zwar gibt es eine Integration zur IDP-Plattform hin und von der IDP-Plattform zu uns.
Wir haben zwei Schnittstellen aufgebaut. Einmal schicken wir zur EDB-Plattform die Fondsstammdaten, wo die mehrfache Struktur abgebildet ist, und dann schicken wir auch die Stammdaten unserer Rechnungsstelle. So, und in der EDB-Plattform werden nicht nur die Daten aus den Rechnungen herausgelesen, sondern es werden die Verbindungen zu unseren Daten hergestellt. Und genau das schätzen wir sehr stark. Und aus der EDB-Plattform am Ende, nach diesem Verarbeitungsschritt, der im EDB-Plattform stattfindet, da werden die Daten mit Hilfe eines JSON-Formats an uns weitergeleitet. Und diese maschinenlesbaren Formate können wir sehr leicht verarbeiten. Und dann ist die Integration zurück in unsere Systeme auch dann leichter, insbesondere deshalb, weil es schon die Verbindungen zu unseren Rechnungsstellern und zu unseren Vorstanddaten bereitstehen. So können wir nahtlos aufnehmen und weitermachen. Mhm. Danke sehr. So, neben der Integration ist ja für so ein Projekt immer elementar wichtig die Zusammenarbeit, die gemeinsame Zusammenarbeit. Susan, wie wurde das Projekt strukturiert? Wie wurden die Mitarbeiter von Helaba Invest eingebunden? Wie viel Einbindung war überhaupt notwendig? Ja, gute Frage. Also wir haben zunächst mal angefangen, das Modell auf Grundlage von Basisdaten, die wir von der Helaba Invest bekommen haben, aufzubauen. Dazu brauchten wir einige wenige Rechnungen und da haben wir dann selbstständig gearbeitet und dann haben wir die Mitarbeiter von Helaba Invest hinzugefügt und mit denen gemeinsam diese Dokumente annotiert. Das hatten wir vorhin in dem Video auch gesehen, wie das annotiert wird. Und um dem Modell im Prinzip zu sagen, was und wie es etwas auslesen soll. Wie der Alex gerade beschrieben hat, haben wir die Lösung unserer IDP in den vorhandenen Workflow von der Helaba Invest integriert. Wir haben einige Trainingsphasen durchlaufen und wir haben auch die Mitarbeiter als Vorbereitung für das Produktivsystem geschult. Okay. Also eine intensive Zusammenarbeit, aber dann eben auch eine, sagen wir mal, Befähigung, immer weiter selbstständig nachher Anpassungen machen zu können, auf Kundenseite sozusagen. Genau. Und ja. Ich kann noch hinzufügen, dass es eine sehr angenehme Zusammenarbeit war und ist. Das hört man auch als Lieferant gerne, oder? Ja. Alex, sowas führt man ja nicht ein, weil man sonst Langeweile hat, sondern so ein Produkt-IDP wird auch immer bei der Einführung ein, sagen wir mal, wirtschaftlicher Aspekt mit berücksichtigt. Welche positiven Effekte habt ihr erwartet mit der Einführung von IDP, beziehungsweise inwieweit sind diese Erwartungen erfüllt worden? Klar, also wenn man sowas einführt, dann wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und haben da entsprechende wirtschaftliche Kriterien uns als Vorgabe gehabt. Ja. Mit der EDP-Plattform können wir erstens unsere Qualität der Arbeit erhöhen. Das heißt, hier werden die Daten nicht manuell abgetippt, sondern werden dann maschinell herausgelesen. So, da gibt es auch einige Validierungsmechanismen für diese Daten, die dann die Datenqualität nochmal erhöhen. Und schließlich kann auch ein Mensch dort die Daten sich anschauen, quasi als viertes Auge, das zweite Augenpaar, und die Daten validieren. So dass aus dem EDP erstmal sehr gute Daten herauskommen. So, diese Qualität, die zahlt sich im Prozess aus, denn wir haben dann weniger
Stornierungen, wir haben weniger Reklamationen von den Rechnungsstellern, einfach aufgrund der guten Datenbasis. Der zweite Punkt ist die Schnelligkeit, die wir dadurch erreichen. Früher sind die Rechnungen reingekommen und sind erstmal, waren irgendwo im Postfach oder in der Poststelle oder irgendwo sind sie da geblieben. So. Jetzt kommen sie rein und werden dann automatisiert zur EDP-Plattform weitergeleitet. Und hier werden die Daten aus den Rechnungen rausgelesen. So, das, und wenn die dann rausgelesen sind und geprüft sind von uns, dann gehen sie in unseren Workflow-System rein. Und dieser Prozess, der ist dann viel schneller geworden als früher. Und schließlich müssen wir ja nicht mehr aufwendig die Daten abtippen, sondern die Daten werden dann einfach elektronisch rausgelesen. Das heißt, das geht viel schneller. Wir haben gemessen, wie lange so eine EDP-Plattform für eine Rechnung braucht. Das dauert unter einer Minute, das sind vielleicht 30 Sekunden und dann haben Sie schon Ihre Daten. Und bei uns läuft das auch teilweise im Batchlauf. So, das heißt, dort haben wir diese Verzögerung nicht. Und hier sparen wir einfach die Ressourcen, einfach die Mitarbeiterkapazitäten werden hier angespart. Ja, das heißt, drei Vorteile: Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. So kann ich das zusammenfassen. Und damit, ich sag mal, werden die Erwartungshaltungen, die ihr im Vornherein vor dem Start des Projektes formuliert habt, auch soweit erfüllt. Genau. Ja. Okay. Danke sehr. So, wir reden ja hier von intelligenter Dokumentenverarbeitung. Okay. Und Susan, du hast da in dem Zusammenhang auch davon gesprochen, dass ein initiales Training von Modellen für die Nicht-KI-Experten, wie kann man sich diesen fortlaufenden KI-Lernprozess vorstellen? Welche Schritte finden da statt? Was macht das Lernen und damit der Vorteil von KI denn aus? Kann man das praktisch erklären? Nicht mathematisch. Nicht mathematisch. Also ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir ein Schema erstellen, in dem die Datenpunkte festgehalten werden, die wir auslesen sollen. Und dann haben wir eine erste Phase, wo die Mitarbeiter oder wo wir gemeinsam die Dokumente annotieren. Und im Prinzip dieser Prozess wird auch weiter verwendet, wenn zum Beispiel eine Rechnung nicht komplett ausgelesen worden ist oder das System sich nicht ganz sicher ist, ob es etwas ausgelesen hat oder aber das System auch zurückmeldet, ich habe diese oder diese Informationen in dem Dokument nicht gefunden. Das haben wir auch schon erlebt. Dann kann der Mitarbeiter von der Hellaber Invest genau mit den gleichen Annotationsfunktionen die Daten, die es auszulesen sind, markieren und kann noch ein Keyword hinzufügen. Und das geht besonders schnell und ist einfach für den Mitarbeiter. Unser System ist sehr intuitiv. Und so haben wir das auch aufgebaut für zum Beispiel neue Rechnungen, also die das System noch nie gesehen hat, komplett neue Rechnungssteller. Da kann man dem System auch mit sehr wenigen Klicks beibringen, wie dieser neue Rechnungsaufbau ausgelesen werden soll. Und auch hier arbeitet das System im Hintergrund. Und diese Rechnungen, die jetzt neu reingekommen sind, wurden vielleicht manuell etwas ergänzt, aber im nächsten Durchlauf werden sie dann richtig extrahiert und dann auch automatisch durchlaufen, so wie Alex das beschrieben hat. Und dieses Lernen des Systems, das ist genau das Potenzial von einer KI. Danke sehr. Das war sehr anschaulich, auch für Nicht-Mathematiker. Danke. Alex, solche Projekte haben ja viel mit Technik zu tun, aber am Ende reden wir von Menschen und der Erfolg eines solches Projektes hängt davon ab, ob Menschen
die Technik akzeptieren, ein Projekt akzeptieren, die positiven Seiten erkennen können durch Einsatz eines weiteren Tools. Wenn jemand jetzt da vor der Entscheidung steht, sowas einzuführen, was wäre deine Empfehlung, damit man sozusagen dieses Erfolgsmodell, was Hellerbah Invest praktiziert hat, hier in der Zusammenarbeit mit Chemdaxa, wenn man das sozusagen übertragen will auf andere Unternehmen, was ist deine Empfehlung dazu? Ich finde, es ist sehr wichtig, einfach alle Stakeholder frühzeitig mit einzubeziehen. Das haben wir bei der Hellerbah Invest bereits bei der Auswahl und beim Proof of Concept gemacht. Wir haben insbesondere Fachbereich und auch unsere IT-Abteilung da mit einbezogen in die Auswahl, in den Proof of Concept. Und auch wenn wir, als wir das Projekt gestartet haben, habe ich darauf geachtet, dass wir die Mitarbeiter, insbesondere aus dem Businessbereich, dort mit einzubeziehen in die Definition von Daten, die ausgelesen werden, in die einfach in die Einflussnahme, wie das Tool auszusehen hat, welche Features sie brauchen, welche Features sie nicht brauchen. Und ich glaube, das trägt dann dazu bei, dass dieses Produkt dann und dieses Projekt überhaupt dann gut ankommt. Ja. Hinzu kommt auch natürlich, dass die Mitarbeiter von Chemdaxa eine sehr angenehme Art der Zusammenarbeit pflegen und diese angenehme Art halt auch bei unseren Mitarbeitern sehr gut angekommen ist. Ja, so, das sind, glaube ich, so die zwei Erfolgsfaktoren zum einen und zum anderen klar, das ist das Tool selbst, das ist die intuitive Bedienung. So, ich höre von meinen Kollegen, oh, das war aber ganz einfach, eine neue Rechnung dazu zu nehmen von einem neuen Rechnungssteller oder wenn etwas, ich sage mal, in der Trainingsphase noch nicht so richtig herausgelesen werden konnte, dass man das einfach adjustiert. Hm. So, das sind, glaube ich, so die Erfolgsfaktoren und die IT, die freut sich auch, weil sie dann einen Kanal hat. Alle Rechnungen gehen in das Tool rein und das Tool hat dann einen einzigen Ausgangskanal. Und da müssen Sie nicht mehr gucken, okay, diese Rechnung kommt von dort, wir müssen den Job starten, die andere Rechnung kommt von woanders, die sieht anders aus, da müssen wir einen anderen Job starten, die dritte Rechnung wird dann manuell erfasst und so weiter. Und hier ist wirklich nur ein Kanal hin, ein Kanal aus. So, und das ist, glaube ich, so die Rezeptur der Akzeptanz. Mhm. Ja. Danke sehr. Ja. Also eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ganz klar. Mhm. Susan, wir haben jetzt schon über künstliche Intelligenz und Modelltraining und so weiter gesprochen. Für die IT-affinen Zuhörer in unserem Webinar vielleicht noch eine letzte, eher technische Frage, aber ich glaube, die hat auch Relevanz bei einem Unternehmen, das sich dafür entscheidet, sich ja auch mit der, sagen wir mal, Infrastruktur beschäftigen muss. Welche IT oder technische Voraussetzungen müssen denn geschaffen werden von einem Kunden oder einem Anwenderunternehmen, um IDP laufen lassen zu können? Wo läuft diese Applikation? Also der Kunde braucht im Prinzip nichts. Wie ich schon erwähnt habe, IDP wird als Software as a Service zur Verfügung gestellt. Wir hosten das Ganze in der Chemdaxa Cloud. Und der Nutzer braucht lediglich Internetzugang und einen Standardbrowser. Und um den ganzen Rest kümmern wir uns bei Chemdaxa. Das heißt, die Belastung der IT-Abteilung selber, um IDP einrichten zu können und nutzen zu können, ist auf ein Minimum. Ich möchte, dass der Nutzer das gleiche Passwort benutzen, also den gleichen Zugang benutzen kann wie zu allen anderen Applikationen.
Das ist das eine, worüber wir uns unterhalten am Anfang des Projektes und was wir festlegen. Und der andere Aspekt ist, wie kommen wir auf die Dokumente, wie bekommen wir die und wie schicken wir die Dokumente wieder zurück und in welchem Format. Und was Alex auch gesagt hat, hier haben wir auch noch Daten mit aufgenommen und gespiegelt in unserer Applikation, um gewisse Validierungsschritte vornehmen zu können. Gut. Ich glaube, dann sind wir am Ende unserer Session. Ich hoffe, wir konnten anschaulich vermitteln, was dieses Tool kann, wo dieses Tool helfen kann, in welchen Prozessen, welche Vorteile es hat, welcher Einführungsaufwand dahinter steht, was Voraussetzungen auch sind, um mein Projekt erfolgreich machen zu können. Und dann darf ich mich bei Susan und Alex sehr herzlich bedanken, die heute hier maßgeblich die Session gestaltet haben. Gerne geschehen, Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt sind wir wieder live. Mal eben gucken, nur mal, könnt ihr nicken? Bin ich zu hören? Das ist so, also, wie gesagt, wir hatten das aufgenommen. Susan war sogar so super darauf eingestellt für den heutigen Tag, für den Live-Teil wieder, dass sie die Bluse sozusagen angezogen hat, die sie auch zur Aufzeichnung anhatte. Also perfekt. Jetzt schaue ich mal, ich bin ja hier der Moderator. Was dann an Fragen hier kommt. Hier kommt eine Frage und zwar im Endeffekt, was für einen Kostenrahmen man sich vorstellen kann als Kunde, der IDP einsetzen möchte, wie es sich sozusagen mit den Preisen verhält. Ich glaube, Susan, das ist etwas, was du beantworten kannst. Ja, also unser Pricing setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Das eine ist immer ein Projektteil, wo wir natürlich die Daten analysieren und schauen, was müssen wir verändern, was müssen wir anpassen. Alex hatte das erwähnt, welche Wünsche gibt es noch in dem Frontend, was muss da noch angepasst werden. Das ist der eine Teil, der wird durch Fees im Professional Services abgedeckt. Und der zweite Teil ist der eigentliche Betrieb, das Produktivsystem. Und der wird über monatliche Lizenzgebühren in Rechnung gestellt. Ich kann jetzt nichts sagen zu dem Preis, weil beides ist abhängig davon, welche Dokumente wir haben, wie hoch der Anpassungsbedarf ist und was wir auch für ein Volumen haben. Okay. Danke. Das heißt aber im Endeffekt, wir reden über, sonst würde ich auch die Helaber Investors nicht weiter einsetzen, über eine wirtschaftliche Lösung. Nicht nur ein Lösen eines technischen Themas, sondern inhaltlichen Themas, sondern es ist auch eine wirtschaftliche Lösung. So, da kommt die nächste Frage. Okay, das denke ich ist auch etwas, was Richtung Susan geht. Die Frage der Implementierung. Wenn man IDP sozusagen einführen will, wie lange dauert das Ganze? Ja, also das ist ähnlich wie bei der Preisgestaltung. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Parameter wir auslesen sollen, wie viele verschiedene Dokumente gibt es, also unterschiedliche Dokumententypen hier bei Rechnungen zum Beispiel von verschiedenen Vendoren. Wie sehen die aus? Wir haben im Prinzip bei so einer Implementierung immer verschiedene Schritte, die wir durchlaufen. Wir definieren am Anfang den Leistungsumfang. Wir analysieren die Dokumente, schauen uns die an, schauen die Attribute und passen dann die IDP-Lösung an. Und dann müssen wir natürlich auch die Integration bewerkstelligen. Ist Single Sign-On gewünscht, etc.? Wenn das alles erfolgt ist, dann testen wir, dann testet der Kunde und dann gehen wir in die Inbetriebnahme. Also diese sind die
verschiedenen Schritte, die wir durchlaufen und so als Bandbreite kann ich sagen, wenn alles bekannt ist, also wir sprechen hier von Rechnung zum Beispiel, dann können wir von irgendwie 4 bis 6 Wochen ausgehen. Wenn wir aber Dinge anpassen müssen, verändern müssen oder gegebenenfalls sogar wirklich individuell was gestalten müssen, dann sprechen wir von mehreren Monaten. Okay, also das heißt, ich meine, wir haben ja alle Beispiele, wenn wir ja, fast voll strukturierte Dokumente mit 1, 2 Datenfeldern haben, die, sagen wir mal, nicht so kompliziert sind, dann sind wir innerhalb von 1, 2 Wochen in der Lage, die zu bearbeiten. Denken wir an Datenschutzerklärungen oder Ähnliches. Wenn wir teilstrukturierte, semi-strukturierte Dokumente haben, dann kommt dem Annotationsvorgang ein gewisser Aufwand zu. So, und wenn wir über völlig unstrukturierte Dokumente reden, wie Verträge, Versicherungsverträge oder Ähnliches, dann reden wir sicherlich über Monate, weil das eine, denke ich, auch hochkomplexe Aufgabenstellung ist. Ne? Das ist korrekt. Ja. Ja, also du hast gerade Datenschutzerklärungen, das war unser letztes Projekt, da waren wir innerhalb von 2 Wochen durch mit dem Aufsetzen des Modells. Aber hier haben wir von 2 Dokumententypen gesprochen, die sehr, sehr klar waren, also semi-strukturiert, und von 4 Datenpunkten. Hm. Das kann man dann schon wirklich sehr schnell erledigen. Ja. So, ich glaube, das hatten wir vorhin schon behandelt, aber da gehe ich gerne auch nochmal. Jetzt tue ich mal so, als ob ich die Technik komplett beherrsche. Was sind technische Voraussetzungen für die Implementierung von IDP? Im Endeffekt wird IDP als Software-as-a-Service angeboten in der Cloud. So, und auch um in der Cloud arbeiten zu können, braucht man einen Internetzugang und einen Standardbrowser. Das sind eigentlich die Basis technischen Voraussetzungen, die ein Kunde mitbringen muss, und um den Rest, was Einbindung in Workflows oder Ähnliches anbelangt, da kümmern wir uns dann sozusagen in Zusammenarbeit auch mit den technischen Abteilungen. So, ich gucke mal gerade, ich muss hier die verschiedenen das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht eher Richtung Alex geht. Hier kommt eine Frage: Welche positiven Effekte bietet IDP von Kendaxa im Vergleich zu anderen Dokumentenverarbeitungstools? Ich denke, ihr habt ja im Vorfeld, ich will nicht sagen, einen Beauty Contest komplett gemacht, aber ihr habt euch natürlich den Markt angeguckt nach Lösungen, und insofern die Frage, wo würdest du den Unterschied zu, ich sag mal, im Markt, ansonsten Marktbegleitern nennt man das ja, zu Marktbegleitern sehen? Also die Verkäufer sagen, dass Marktbegleiter, die anderen sagen Konkurrenz, ja. Genau. Thomas. Ich glaube, wir haben im Markt einige Lösungen angeguckt und wir haben die Rechnungen. Und Rechnung ist etwas, was schon im Markt sehr verbreitet ist. Aber bei unseren Rechnungen haben wir bestimmte Spezifika, und dieses Spezifika ist 3-stufige Empfängerstruktur. Die Rechnung geht an unser Unternehmen, an die Hellerbay Invest, und dann wird sie an den Fonds adressiert, weil Fonds ist die juristische Hülle. Und tatsächlich, das Geld kommt aus einem Fondssegment, weil der Fonds ist dann in mehrere Segmente aufgeteilt. Und dieses Spezifikum wird von, wie sagt man, gängigen Marktinstrumenten dann nicht so vollumfänglich halt unterstützt, wie es hier in der IDP-Plattform der Fall ist. Ja, das war einer der Gründe. Ja, okay. Danke. Und welches Datenvolumen und wann lohnt es sich? Ich glaube, das spielt nicht nur die Anzahl der Dokumente eine Rolle, sondern auch die Anzahl der Datenpunkte, die man da herausliest. Und ich schätze mal, wenn jetzt die Dokumentenstruktur, wenn Sie strukturierte und semi-strukturierte Dokumente haben,
dann ich sag mal, arbeitet die Lösung perfekt mit diesen Dokumenten. So, wenn Sie aber total voll unstrukturierte Dokumente haben, wo Sie Datenpunkte rauslesen müssen, die Sie dann noch fachlich interpretieren müssen, also das ist quasi so ein Case, wo man sich dann überlegen muss, also was man da am besten einsetzt. Okay. Vom Prinzip her ist es ja auf der einen Seite eine Frage nach Datenvolumen oder Dokumentenvolumen, was zu bearbeiten ist. Aber es gibt ja eben auch, also sagen wir mal, was sich verteilt auf jeden Tag, jeden Monat, über das ganze Jahr. Aber es gibt natürlich auch punktuelle Themen. Also Susan sprach gerade an, Datenschutzerklärungen, das sind dann so unter Umständen einmalige Aktivitäten, wo man sozusagen ein Archiv aufarbeitet, wo die Dokumente, sagen wir mal, als PDFs oder ein TIFF oder wie auch immer, in welchen Formaten vorliegen. Und die müssen jetzt einmal in einer Aktion sozusagen elektronisch verfügbar gemacht werden. Also insofern ist das die Volumenfrage vielleicht das eine, aber die Häufigkeit und die dauerhafte Nutzung ist sicherlich eine andere Fragestellung. Also von daher kann man auch nicht eindeutig sagen, ab 5.000 Dokumente im Jahr lohnt sich das oder ab 100.000 oder wie auch immer. Das hängt ein bisschen von der individuellen Situation, glaube ich, des jeweiligen Kunden ab. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Da kommt noch, ein F&A, haben wir da noch Fragen? Nein, haben wir nicht. Frage noch, die Folien zur Verfügung gestellt werden. Ja, die werden im Nachgang den Webinar-Teilnehmern gerne zur Verfügung gestellt. So, im Chat sehe ich nichts mehr. Q&A auch nicht. Ich muss also meine ganzen Kanäle hier mal eben abfragen. Multitasking. Nein, ich kann da eigentlich im Moment nichts mehr sehen. Dann würde ich sagen, sind wir wirklich am Ende unserer Session. Susan, besten Dank. Weiter gute Besserung. Alex, Dankeschön. Besten Dank. Und den Teilnehmern auch besten Dank. Sie werden dann entsprechend mit den Folien im Nachgang versorgt. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.